Hallo, herzlich willkommen bei Personal Trainer Andreas Trienbach in Karlsruhe. Endlich melde ich mich mal wieder mit einem neuen Videoclip. Hatte leider in den letzten Monaten sehr, sehr viel zu tun und bin einfach nicht dazu gekommen, mal wieder neue Videoclips zu drehen. Aber ab jetzt geht's wieder los, habe mir da extra dafür Zeit freigeschaufelt, sodass ich in regelmäßigen Abständen neue Clips drehe zum Thema Low-Carb-Ernährung, zum Thema gesunde Ernährung, zum Thema Trainingsmethoden, zum Thema Übungsausführungen, zum Thema Fitness. Alles, was ums Thema dazugehört, zum Thema Personal Training, Fitness Training, werde ich in naher Zukunft wieder regelmäßig neue Videoclips erstellen. Heute beginne ich mit dem Videoclip und zwar mit was Feinem zum Essen. Wir haben nachmittags, ich habe Hunger und ich brauche was Schnelles. Was Proteinreiches, was Kohlenhydratarmes, was in meine Wettkampfvorbereitung reinpasst. Wettkampfvorbereitung in der Anfangsphase und da habe ich natürlich im Moment hier was ganz Leckeres. Pancakes von der Firma MyPro. Ich habe hier eine Rohstoffmischung, da sind wir bei 100 Gramm, bei 35 Gramm Eiweiß, 33 Gramm Kohlenhydrat, davon Zucker 2,2 Gramm, Fett 16 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren 5 Gramm und Ballaststoffe nochmals 5 Gramm. Ich peppe mir das Ganze auf mit ein bisschen Eiklar, noch ein bisschen Protein, dass es sich ins Verhältnis zu mehr Proteine optimiert. Ich brauche das aus einem ganz einfachen Grund, weil ich natürlich heute schon ein paar Gramm Kohlenhydrate gegessen habe und nicht mehr allzu viel essen darf. 60 Gramm vom Protein Hafer Pancake von MyPro 5. Das wiege ich natürlich ab. Ich habe hier eine Haushaltswaage, die natürlich das Ganze Gramm genau abwiegt. So, da haben wir einmal 60 Gramm, 60 Gramm Protein, beziehungsweise Protein Hafer Pancake von MyPro 5. Dann kommt dazu einen Esslöffel micellares Protein in Geschmacksrichtung Schoko, kann natürlich auch gerne, so circa 15 Gramm, kann natürlich auch gerne micellares Protein in Vanille sein. Und dann kommt dazu insgesamt normalerweise nur 120 ml Wasser, dadurch aber, dass ich Protein noch mit dabei habe, gehe ich auf 150 ml Wasser. Dann kommen zwei Eier dazu, aber nur eins mit Eigelb. Bevor die Diskussion wieder losgeht, warum schmeiße ich das wertvolle Eiweiß weg? Aus einem ganz einfachen Grund, ich mache Wettkampfvorbereitung. Und da darf ich natürlich eine gewisse Menge Fett auch nicht überschreiten und ich esse nicht nur eine Mahlzeit am Tag, sondern eben sechs Mahlzeiten am Tag. Und aus diesen Gründen mache ich jetzt hier heute eine Wettkampfvorbereitung in der Anfangsphase ein Eigelb raus. Wenn ich in der Aufbauphase bin, macht euch keine Sorgen, fliegen die Eigelb nicht weg. Eigelb, Eigelber. Was ist die Vielzahl von Eigelb? Keine Ahnung. Eigelber. Und jetzt hier natürlich noch eins, nur das Eiklar, das restliche kommt weg, bekommt meine Frau als Haarpackung, beziehungsweise unseren Hund immer nicht haben. So, dann machen wir natürlich, wo haben wir es? Haben wir vergessen? Nein, hier oben ist es. Da haben wir hier nochmal ein Sieb rein, Shaker zu. Shaker zu, Deckel drauf. Und ab geht die Post. Ist also wirklich ganz einfach, easy, schnell. So. Nach ein paar Pancakes hat man die Erfahrung, wie sich das anhören muss. Dass es die richtige Konsistenz hat, dass es einen feinen Pancake gibt. Und so wie ich das höre, ist es genau die richtige Konsistenz. Das ist nicht mein erster, den ich esse. So, in der Aufbauphase hatte ich Phasen, so unmittelbar nach dem Wettkampf. Da ist eigentlich der Gelüste sehr groß und da ich da nicht einfach nur Schrott essen wollte, da war so jeden zweiten Tag so ein Döschen schon mal fällig. Was sein muss, muss sein. Hab meine Pfanne warm gemacht, haben wir extra wieder mal eine neue Pfanne gekauft. Wir haben einen riesen Verschleiß, was Pfannen betrifft, weil wir halt schon sehr oft in der Küche stehen und sehr oft was vorbereiten. Und da mache ich mir jetzt meinen ersten Pancake. Das ging jetzt ruckzuck, kurz geshaked und ab rein in die Pfanne. In der neuen guten Teflonpfanne brauchen wir auch kein Fett, das geht alles ohne. Ansonsten arbeite ich manchmal hier mit diesem Fettspray, damit es einfach von der Dosierung her einigermaßen passt. Gibt es im Olivenöl-Spray und natürlich auch
im Bereich Rapsölspray, je nachdem was ihr wollt. Rapsöl haben wir natürlich einen erhöhten Anteil Omega-3-Fettsäuren, sehr wichtig. Und hier haben wir natürlich beim Olivenöl natürlich auch ein wertvolles Öl. Sonnenblumenöl brauchen wir nicht. Sehr Omega-6-lastig. So, das geht jetzt ratzfatz. Ist der Pancake fertig. So, das ist der Pancake. Ging ruckzuck, also in einer guten Pfanne. Wie ihr seht, passt wunderbar. Habt ihr innerhalb von relativ kurzer Zeit, das ist auf jeder Seite 45 Sekunden bis maximal 60 Sekunden, das Ganze in der Pfanne lassen. Und wie gesagt, ruckzuck ist der feine, leckere, proteinreiche, kohlenhydratarme, fettarme Pancake fertig. Der erste Pancake ist fertig. Wie man sehen kann, hier ist das gute Teil. Und das Schöne daran ist, ich bin heute alleine. Meine zwei Süßen sind nicht da, das bedeutet alles meins. In der Regel habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft, den Weg von hier bis ins Wohnzimmer an den Esstisch, das sind mal 5 Meter, das Ganze unberührt zu lassen. Das heißt, ich komme eigentlich hier beim Pancake machen aus der Küche gerade raus und wenn der letzte gemacht ist, der letzte auch gegessen. Aus dem einfachen Grund, weil sie super lecker schmecken und ich halte es nicht aus, zu warten, bis der nächste fertig ist, die auf den Teller zu legen und dann ins Wohnzimmer zu transportieren. Aus diesen Gründen bleibe ich in der Küche und esse hier und genieße einen feinen Kaffee dazu. Super lecker als Zwischenmahlzeit, auch in der Wettkampf, Entschuldigung, Vorbereitung. Ich habe hier natürlich jetzt bedingt durch die zwei Eier, bedingt durch das Eiweiß das Ganze aufgewebt, dass sie einen wesentlich höheren Proteinanteil, aber einen geringeren Eiweiß, einen geringeren Kohlenhydratanteil. Ich lege hier nachher bei insgesamt, hoppla, der nächste ist schon fertig, fast fertig. Ich lege hier jetzt bei 5 Pancakes, die in der Regel, ich mache sie unterschiedlich, mal dick, mal dünn, das ist ein dicker, da kommt jetzt ein etwas dünnerer, liege ich dann ungefähr bei insgesamt 20 Gramm Kohlenhydrate und an die 40 Gramm Eiweiß. Perfekte Zwischenmahlzeit. Lass mir schmecken und warte, bis der nächste fertig ist. Der nächste, der etwas dünnere, ist auch schon fertig. Der ist jetzt ein bisschen dünner, je nachdem, wie man es mag. Den werde ich euch jetzt auch mal gleich verhaften, damit mir keiner meine Pancakes klaut. Und dann kommt als nächstes Low Carb Schokoladenkuchen. Sehr lecker. Dann haben wir eine Low Carb Pizza von Bunnies & Body Attack und wir haben ein Low Carb Brot. Das habe ich mir gestern schon mal gemacht. Super lecker, habe es mit Mozzarella, mit Tomaten belegt, aber wirklich ganz fein. Ich bin hier bei einer Scheibe Brot, die so 1,5 cm dick ist, bei unter 1 Gramm Kohlenhydrate. Was will ich mehr? Hohen Eiweißanteil. War sehr, sehr lecker. Und das, was ich gerade eben gemacht habe, das waren die Pancakes von MyPro5. Ist so im Moment so ab und zu meine Zwischenmahlzeit. Jetzt nicht, dass es in der Regel ist bei mir, aber so ab und zu benötige ich es mal. Und dann mache ich mir ein paar Pancakes und fühle mich danach wieder perfekt, pudelwohl. Und kann dann wieder 2-3 Tage eine Hardcore-Diät durchziehen. Ohne auf dumme Gedanken zu kommen, irgendwas zu essen, was nicht in meinen Rahmen passt. Nächste ist auch schon in der Pfanne und ist auch fast schon wieder fertig. Das war jetzt ein Missgeschick. So hätte es nicht sein sollen, aber nochmal gerettet. Und wie gesagt, kürzer geht es weiter mit noch ein paar Low Carb Fertigbackmischungen. Einfach auch mal eine Alternative zum normalen Kochen. Das heißt, ich koche sonst auch normal Low Carb. Das habt ihr bestimmt schon gesehen, dass ich viele Gerichte mache Low Carb. Aber es ist einfach mal auch was aus der Tüte, wo schnell geht, Alternative fürs Brot, weil jedem der ein oder andere, dem fehlt doch in der Low-Carb-Ernährungsumstellung, in der Metabol-Diät fehlen dem das Brot und da haben wir einen hervorragenden Ersatz. Alles klar, bis dann, Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, deine Fitness, dein Essen, meine Aufgabe.